Ja. Es nimmt den Wind aus den Segeln. Viele wollen, dass ich im Imaginären was zustande bekomme. Ganz vorne mich abhebt von anderen. Aber Lob macht nicht dankbar. Es sind die schlechten Dinge, die uns die Kräfte liefern, das Schöne zu sehen. Brauchst du nicht persönlich nehmen. Falls ich mal kein Feature will, mach's wie ich feature dich selbst. Ich hab eh keine Zeit mehr. Diese Ausbildung zum Heimerzieher macht mich noch wahnsinnig. Früher hab ich Spaß gekickt, als könnte ich nichts anderes. Heute werf ich öfters den Anker, damit noch etwas Energie verbleibt. Viel verläuft im routinierten Kreis. Ich werd müde von Menschen. Dabei sind wir Brüder und Schwestern. Grübel nicht länger, es gibt keinen Fluchtweg. Vielleicht alles nur eine Frage, wie der Fuß steht. Ich hab einen guten Kollegen im Alleinsein gefunden. Für jedes noch so große Feuer reicht schon ein Funke. Und soweit ich blick, ich kann beim besten Willen nichts Schlechtes mehr sehen. Man sieht oft nur die Hälfte, bedenke die Wechselwirkung. Ich bin auf einer verzweifelten Rettungsmission, für die ich jeden Tag mein Leben geb. Man hält mich für einen Egoist, aber ich brauch die Ruhe. Ausgerufen und abgelehnt, völlig ausgeblutet und strapaziert. Ich überspann den Bogen nicht, Nachrichten haben wirklich was Dämonisches. Leck mich doch, da wo du in deinem Sess lockst, bin ich schon gestorben. Es gibt keine Formel für ein glückliches Morgen, aber jeder Augenblick ein Stückchen Ewigkeit des Redens, Leid und Selbst. So viel. Die Welt ist meine letzte Liebe, der beste Spiegel zu reflektieren, was mir immer so weh tut. Meine Genesung und der Bezug zu meinem wahren Ich. Egal was wir tun, am Ende des Tages kommen unsere Taten zurück.